So, liebe Leute. Willkommen zurück zu Daisy 19 Uhr, Bro, hier im kalten, auf der kalten Dial, muss man eigentlich sagen. Ja, der Winter ist eingebrochen, die lange Nacht steht bevor. Wahrscheinlich eingebrochen, oder? Wahrscheinlich eingebrochen, ja. Ja. Oder auch ausgebrochen, aber so. Gut, wie zum Beispiel auch Gefängnisinsassen. Aber Bro, erklär doch einfach mal, was ist die Lage hier? Ja, die Lage ist, wir sind beide full equipped. Der liebe Aeroskill hat uns mit einem Quiz quasi beschäftigt. Und da wir die Fragen richtig beantwortet haben. Was ist die Wurzel aus 46.656? Nein, die ist sogar wirklich schwer. Also die hat die Mathe-Abitur. Sehen wir jetzt so aus, Bro. Und Geld geschenkt bekommen. Ja, noch und nöcher. Als Ehrenpreis an ihn, er kann einfach mitkommen heute. Würde ich auch sagen. Oder? Aber würde ich auch sagen. Wo gehen wir hin? Erstmal zur Base vielleicht? Erstmal zu unserer Base und dann gucken wir mal, wo was läuft. Genau, wir haben nur ein bisschen Stuff mitgenommen hier, den wir... Ja, stimmt, wir haben ein bisschen Essen halt noch und ein paar Waffen habe ich und hier eine große Kiste. Dann lass uns mal überraschen, natürlich was da drin ist. Also. Hier, Priority Mail natürlich, 3 Tage Lieferung, perfekt. Oh, Amazon Prime, da steht so keine Adresse drauf. Ja, stimmt, lol. Alles klar, Bro, dann würde ich sagen, machen wir mal hier die Taschenlampe wieder an, dass man hier die guten Kerle auch mal sieht, alle richtig nice gekleidet in weiß. Und wir hören uns gleich wieder, oder? Auf jeden Fall, Mann. Perfekt. Jo, Leute, kleines Update hier, Bro. Wir wollen euch einfach mal hier den Sonnenaufgang zeigen, denn es ist sehr, sehr schön. Es sieht sehr geil aus hier auf dem Server, vor allem mit der Wintermod. Ich mag die sehr, die Mod. Ich auch, mit der Kleidung entsprechend natürlich. By the way, wir haben Arrow jetzt mitgenommen und noch den anderen Kollegen, den wir noch nicht kannten. Also ich glaube, Lukas. Ja. Wir haben beschlossen, beide mitzunehmen. Ich meine, warum auch nicht? Ist eine geile Community, Bro. Auf jeden Fall. Zumindest die uns hier kennen, sind immer geil drauf. Die anderen, da muss man doch schon ein bisschen in Zweifel ziehen, ob da wirklich die Erziehung gestimmt hat, Bro. Ja. Lach doch nicht so doof. Was ist los mit dir? Sind das lustig, Mann? Unser Plan ist wieso ist das eigentlich überhaupt nicht lustig? Zur nahegelegenen Military zu laufen. Du hast so einen inneren moralischen Kompass, hast du gar nicht, ne? Nö. Da ist vorhin natürlich ein Kollege von uns gestorben. Du bist echt, der größte Bastard. Was habe ich denn gemacht, Mann? Immer werde ich gemobbt. Du wirst nicht gemobbt. Ich halte dir einfach nur mal einen Spiegel vor, Dinger. Warum bleiben alle stehen? Weiß ich nicht. Ist das jetzt ein neues Vieh? Really? Really? No message. Das darf natürlich nicht fehlen. Normal. Normal hier in der Folge bei Daisy 19 Uhr, Bro. Ich würde sagen. So, oh mein Gott, es leckt. So, Leute. Natürlich. An der Military Base angekommen. Sollen wir jetzt zuerst noch die Zombies töten? Ah, nö. Obwohl. Ja, können wir machen, oder? Ja, macht eigentlich Sinn, ne? Ja. Sind sie an der Military Base und mal gucken, was hier so geht, oder was? Ja. Okay. War nur einer, er kümmert sich drum. Hast du einen Job? Oh, hier ist der nächste. Ja, das ist normal. Ey, das ist so broken, das Game, ne? Wahrscheinlich broken, weil im Survival Game Zombies auftauchen, Bro. Nee. Stimmt. Ja, aber gerade eben nochmal wieder festgestellt, also hier mit dem Schnee, das ist echt richtig geil, ne? Ey, es ist so, das ist die optische, ey, ohne Witz. Also, ich meine, ich habe schon geile Games gesehen, die gut aussehen, ne? Aber das ist schon mit dabei jetzt hier, muss ich sagen. Finde ich auch. Ja. Schreibt doch mal auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Aber weißt man darf die Sommermod auch nie unterschätzen, ne? Weißt du, warum ich glaube, warum das so gut aussieht? Weil das nach hinten hin so ein bisschen ausgraut und ausblaut, ne? Und wenn das alles grün ist. Ich rede gerade. Und gut, das weiß er natürlich nicht. Aber sozusagen, das fällt natürlich viel mehr auf, wenn das grün ist. Und wenn das so jetzt so winterlich ist, dann fügt sich das natürlich sehr, sehr gut hier in die Atmosphäre ein. Das hast du sehr gut erklärt, Bro. Dankeschön. Nice. Aber hey, du darfst die Sommermod nicht außer Acht lassen, denn die sieht auch fabelhaft aus. Die sieht auch fabelhaft aus. So ist dementsprechend, Leute, gucken wir, was so geht in der Base und berichten euch gleich wieder, oder? Man kann sich natürlich auch einmal Livonia angucken. Das sieht ungefähr genauso aus wie die Sommermod. Aber gut, das ist ein anderes Thema, Bro. Ich würde sagen, Cut, oder? Auf jeden Fall, Mann. Perfekt. Oben auf dem Dach bei mir. Oben auf dem Dach? Ja. Scheiße. No damage? Shit. Halt durch. Kannst du runterkommen? No damage. Wo ist er jetzt? Keine Chance. Oben auf dem Dach. Scheiße, Mann. Also ganz oben? Und ja, Treppenhaus ist safe, ja? Ja, ganz, ganz oben. Alter, no damage. 100 Schuss oder so durch. Scheiße. Krank. Er lootet mich gerade. Am Dachrand. Shit, also du warst schon oben drauf, ja? Ja, am Dachrand. Das heißt, ich könnte die Leiter hochgehen. Er aimt auf die Leiter wahrscheinlich. Das ist vielleicht nicht so klug, ne? Shit. Okay, was machen wir jetzt? Yo, hello, buddy. Leiter, 1000 Meter.
Hello, ma'am. Hey, what's up? You alright? Hey, Daniel, was geht ab? Nice. Seid doch die YouTuber, oder? Ja, nee, also, was machst du denn hier? Hey, ich hab eine Pumpgun. Da ist gerade einer hergekommen. By the way. Und wollte mich killen. Ey, das geht ja wohl gar nicht, oder? Wenn ihr friendly seid, kommt hoch. Daniel? Ja, ich bin friendly. Friendly? Friendly, ja, alle friendly. Kommt hoch, kommt hoch. Okay, ich vertraue dir jetzt mal. Ja, Mann, kein Stress. Ja, Mann, kein Stress. Der liegt wir hochkommen, einer, weil der dich angegriffen hat. Wollte der dich killen, oder was? Ja, Stress holt ihn. Ja, Mann. Alter, das ist echt ein Bastard gewesen. Ja, Luzi ist noch gerade auf dem Weg hierher. Ich würde sagen, wir lassen ihm die Loot einfach mal, oder? Auf jeden Fall. Ja, Bro, ich habe das hier mal geregelt für uns. Ich habe 20 Schuss wir sehen uns gleich. Hä? Okay, vielleicht mal ganz kurz zur Aufklärung, Bro. Also, Ist ruiniert. Dein Mörder ist hier unter uns. Ja, okay, das ist schon. Der ist doch friendly gewesen eigentlich. Und dann kam vorhin einer hoch und hat angefangen zu schießen einfach und hat auf mich geschossen und ich habe ihn irgendwie getötet und der liegt jetzt da quasi über deiner Leiche da in der Ecke. Okay. Du fühlst das Chaos. Und ja, und jetzt bist du wieder hier und holst dein Loot und dann können wir gleich zu fünft oder so vielleicht weiter. Müssen wir mal schauen. Alter, ey, ohne Witz. Ja. Was ist schon wieder los? Da sind Leute, Achtung, die Richtung, wo ich hin aime. Zwei Stück. Oh, du hast recht, Mann. Wo sind die jetzt? Leute, die laufen weiter. Lasst mal hin. Weiter. Die sind zu dritt. Wer schießt? Ich nicht. Oh, die sind wirklich zu dritt. Mal nicht friendly. Sollen wir schießen? Wir sind drei. Ja. Wer schießt? Hat einen Hit. Ja, ich habe getroffen einmal. Oh mein Gott, Alter. Von wo sind die Schüsse alle? Ich check grad nichts. Es ist mega laut, ja. Es ist so laut einfach nur. Ja, lass sie pushen. Ja. Ohne Helm natürlich ganz klug. Nice, wo bist du, Bro? Neben dir, oder? Bist du Black? Ne, wo? Ich hab Black. Hinter dir bin ich. Selbe Baumreihe. Wir müssten die eigentlich gleich sehen wieder. Ja, einer hat den übelsten Hit kassiert seines Lebens. Ja, da liegt. Achso. Das ist ein totes Reh. Ja, ich sehe sie. Ich seh. Wieso wollen wir die killen? Digga, die sind zu dritt, equipped, wir wollen Equipment. Die schießen zurück langsam. Ja, tun sie. Aber die hauen ab, noch ne? Drei Schuss, ja, die hauen irgendwie ab. Aber das ist ein bisschen doof, weil die jetzt die Deckung haben und nicht wir. Wollen wir nicht hinterher, meinst du? Ja, doch, machen wir schon. Ja. Ist wer von uns gestorben? Nee, noch nicht. Nein. Wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja, kann sein, dass es gleich ein Schuss hier reinfällt wieder, One-Shot ja. Und... Die hauen ab, ey. Sind die jetzt irgendwo in den Tannen? Hallo? Ja, die sind gerade aus weiter gerannt. Nee, die sind rechts. Okay. In dieser Tanne sind die nicht. In diesem Waldstück. Da rennen sie weiter Richtung, ja, weiß ich nicht, was es ist. Jetzt können wir sie gut aimen. Ich sehe sie leider offenes nicht. Offenes Feld jetzt. Ah, da hinten, ja. Shit, ich muss mal wechseln. Die haben jetzt echt eine bessere Pose, ne, muss man sagen, ja, leider. Ja, leider, ja. Oh, die rushen einfach hin, die Jungs, Mann. Rennst du mit oder was? Unsere? Nee, ich bin rot, Alter. Ich rush da bestimmt. Ich bin jetzt angehittet und lieg irgendwie in einem Baum. Und versuch mal dahin zu aimen und guck, ob ich irgendjemanden sehe. Ansonsten. Unsere Kollegen sterben, glaube ich, gleich. Ja, einer humpelt schon. Also ich aim da jetzt gerade nur hin. Mehr kann ich leider nicht machen. Ja. Mein Dein Char Kollege ist noch relativ fit, aber der eine ist hart am Humpeln. Mein Char zittert extrem. Ich bin rot. Okay, ich seh. Oh, einer ist dead. Shit. Ich sehe die Feinde halt auch nicht gerade. Rückzug? Wollen wir da rein, okay, oder was? Ich sehe einen, okay. Der ist da, wo einer der Kollegen im Baum liegt. Ich sehe seine Füße. Der ist hinterm Zaun direkt. Hinterm Zaun, okay. Ja. Ich glaube, der. Alles sind tot außer wir, Bro, by the way. Kannst du wegrennen? Oh. Oder sieht. Scheiße. Ich sehe ihn leider nicht. Ich muss mein Mag erst voll machen. Mach, dass die Zeit ist auf mich fixiert. Okay. Ja, immer noch. Boah, er zielt auf mich. Ich sehe den leider nicht, Bro. Ah, da wo ich gestorben. Ich weiß nicht. Weißt du, wo ich war? Nee. Okay. Na, ich sterbe jetzt eh wegen Erfrierung. Voll behindertes Game.
Doch, ich weiß, wo du warst. Gehst du dahin, wo du warst? Also kann ich nicht, der aimt ja auf mich, der verfolgt mich gerade. Seid ihr Richtung Scheune oder Richtung da, wo die waren? Er kommt aus da, wo er war, rausgepusht. Zu mir. Die meine? Okay, geil. Okay, ich sehe da hinten einen rennen. Ja. Einer ist noch an der Scheune. Hab einen getroffen. Schön. Shit, aber da ist noch irgendeiner und sniped. Scheiße. Die sind halt zu dritt, ne? Und das muss mich halt nur einer spotten. Und dann, ja, die wissen schon, wo ich bin. Okay, ich hau ab. Immerhin ein noch angehittet hier. Ich zieh mich mal zurück, das hat keinen Sinn. Alleine. Ist so, ja. Jetzt zischen schon die Schüsse vorbei und rein. Ach du Scheiße. Ich glaube, die wollten gerade gehen und dann habe ich den halt noch angehittet und sind die. Da rennt einer auf mich zu. Jo, wer bist du? Hallo? Kannst du reden? Kannst du reden, Kollege? So, I don't speak your language. I'm English from Canada. Oh, hey. Hola. Hey, what's up, bro? How are you? I'm fine. You friendly? Ronnie, nice to meet you, bro. Yeah. In that direction over there, there are some people. Oh, and they are very dangerous. Okay. I think they're shooting. Follow me, man. Wir werden immer noch beschossen. Ich habe jetzt gerade Ronny getroffen hier auf dem Feld, Bro. Wo bist du? Ja, ich bin dead schon lange. Oh yeah, that's ain't good. Yeah, we better hurry. Wir sind jetzt hier auf offenem Feld, aber wir müssen irgendwie hier weg. Anders geht's leider nicht. Gerade mal, ob ich irgendjemanden spotten kann. Gucken, ob ich deine Leiche finde. Ja, da liegt auf jeden Fall jemand. Da liegen zwei Leute. Das war einer war wahrscheinlich einer von uns und du. Ich bin nicht vorgepusht. Ja, nee, ich bin auch noch nicht vorne quasi. Yo. Yo, Leute. Kleines Update hier nochmal. Ja. Kommst du her? Kleines, ja. Was machst du denn da? Ja, hier liegt nochmal Leiche. Ja, kleines Update, Leute. Wir sind wieder zum Todesort zurückgekehrt. Zum Todesort quasi. Und ich habe gerade einen noch anhitten können, als ich meine Waffe gegrabt habe. Aber die waren immer noch zu dritt und sind Richtung Airfield abgehauen. Oh, okay. Und genau. Ich würde sagen, wir gucken uns da vorne jetzt erstmal um. Vielleicht finden wir auch noch die Leiche von Lukas oder von Arrow. Ich glaube, Arrow lag da vorne schon. Aber von Lukas. Und hier zum Beispiel liegt noch jemand. Ein paar sind hier in der Tanne gestorben. Das habe ich vorhin gesehen. Okay, der hatte noch eine Hunting Jacket Damage. Ich weiß aber nicht, ob die besser ist als das, was du jetzt gerade hast. Weiß ich nicht, der hat auf jeden Fall einen Helm hier, den ich gebrauchen kann. Nice, fürs Nachtsichtgerät auch. Mit Bison, ja. Da sind nochmal Schüsse, hier liegt auch nochmal ein Kollege. Oh ja, oh, Fleisch. Oh, den haben sie übelst ausgenommen hier. Ja, normal, oder? Aber gut, so ist es natürlich in der Daily Standalone. Da muss jeder gucken, wo er bleibt, Bro. Auch alles damaged. Hier ist noch so ein Balaklava, falls du noch keins hast. Fast. Oh, das sind, ey. Oh, ein bisschen konnten wir jetzt noch retten, oder was? Aber ein ganz kleines bisschen, du. Ja, ist übelst. Also, es war echt krass. Man muss auch kurz erklären, ne? Wir wollten ja noch den. Also, die Kollegen sind davor gepusht quasi. Ja. Richtig hart rein. Ich meine, ich konnte da jetzt nicht weggehen und die im Stich lassen halt. Ne? Nee, Digga, auf gar keinen Fall, Mann. Da muss geholfen werden. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber gut, es kann natürlich mal auch nach hinten losgehen, Leute. Man so wie jetzt gerade. Ja, aber ich meine, es war ein bisschen Pech an. Ich habe zwei angehittet. Warum? Ja, gut. Wir wären One-Shot gewesen. Aber gut, das ist natürlich eine Anfrage, was das Schicksal mit uns noch vorhat, Bro, und mit uns umgeht. Bist du in der Scheune drin? Ich bin in der Scheune drin, ja. Okay. Ja, ist halt so. Man kann halt echt nicht immer gewinnen. Aber ich muss sagen, wir haben ein bisschen Saft noch gesaved hier, ist doch gut. Die sind von hier aus auf jeden Fall Richtung Airfield gegangen, Bro. Und ich würde sagen, den Weg zum Airfield gönnen wir uns noch, oder? Auf jeden Fall machen wir noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gehen wir hinterher. Nice, perfekt. Jo Leute, kleines Update hier im Tower. Wir sind jetzt am Airfield, Bro. Ja, ich merk's. Achso, du hast es ja auch schon gemerkt. Das ist natürlich nicht verkehrt. Hier ist natürlich noch ein Bison-Magazin speziell für mich angefertigt, nämlich für meine Bison in meiner Hand. Würde mich nicht, Safe. Alles klar. Ja, wieder am Airfield, Leute. Wir haben Looten wird sich eventuell lohnen, falls wir Hosen oder sozusagen Oberteile finden. Das ist ein bisschen wärmer. Ich weiß gar nicht sozusagen, wie das irgendwie kalkuliert wird. Sozusagen, welches Teil wie warm hält.
Weiß ich nicht. Also ich habe immer noch den Geheimtipp Fleisch und fertig. Kannst auch also warmes Fleisch sozusagen. In die Tasche stecken. Oh, safe um. Okay. Ja, die Spur führte uns eigentlich auf das Airfield hier. Aber die sind wir nicht sehen, da, oder sehen was? Wir nichts. Ja. Zombies wir sehen, stehen hier rum. Nichts oder was? Weiß ich nicht. Wärst du bereit, sonst ein Gag zu empfangen? Ich habe keinen Bro. Ich weiß. Okay, dann warten wir noch, oder was? Ja, dann warten wir noch mit Gag. Okay, machen nice, wir gleich. Nice, machen wir gleich. Ja, auf jeden Fall. Welche Tür gehen wir raus? Hier hinten? Nase juckt. Ach. Scheiße, Mann. Achtung. Was denn? Nase. Oh. Player. Achtung. Ja, wo? Vor der Tür. Ich seh's. Sollen wir schießen? Ja, das ist Airfield, Mann. Hab ihn angehittet. Nice. Alter, ich erwarte Hits geschluckt. Wow. Okay, lass drauf gehen, oder? Ich glaube, der hat mit Zombies zu kämpfen da drin. Okay. Hast du einen Scope eigentlich? Ja, nur so ein A-Cook. Wahrscheinlich nur, oder? Ja, ich finde das Scope jetzt nicht so geil. Okay, die gehen immer noch da rein. In die große Halle, ja? Ja. Die gehen hinten durch die Halle. Vielleicht ist der Typ hinten raus. Vielleicht versteckt er sich auch in diesem Raum, der da ist. Schuss auf dich? Nee, das ist ein bisschen seltsam. Ich kann mir nicht erklären, was die da machen. Sollen wir mal hin? Wirklich jetzt? Ja, schon, komm. All in oder was? Ja, all in. Oh mein Gott, dann machen wir jetzt all in oder was? Ja, machen wir all in, komm. Hast du noch ein Gag auf Lager, bevor wir sterben? Oh mein Gott, wahrscheinlich sterben. Oder ja, dann haben wir wenigstens vor seinem Tod nochmal gelacht, Bro. Das ist natürlich wichtig, mit einem Siegerlächeln hier abzugehen, ja, Bro. Und zwar hier ganz fix einer von P. Berg, Bro. Ich bin schon unten, ne? Wie, du bist unten? Ich würde mich ein bisschen entspannen, wenn du jetzt auch runterkommen würdest, Bro. Steht ein Schwein vor einer Steckdose. Na, Kumpel, wer hat dich denn da eingemauert? Hammer lustig. Grüße gehen raus hier an P. wahrscheinlich. Ja. Pinneberg oder auch. Hello. Hey, what's up? Hast du einen gehört? Nee, ich dachte, du hast einen gehört. Nee, das ist gut. Nee, ich hab dich gesehen, bin ein bisschen erschrocken. Okay, geil. Grüße gehen raus und für mich jetzt auch ein. Hashtag Gag. Was hat 8 Augen und 8 Beine, Bro? Es ist mega einfach. Natürlich. Ach, Piraten! Verstehst du, weil Holzstock, Holzbein und. Acht, warte, was hat 8 Augen? Oh, scheiße, Mann! Ne? Oh, scheiße! Hier sind mega viele Zombies. Sollen wir einfach in die Halle stürmen? Machen an wen Grüße raus? Achso, an Fratzengeballer. Danke dir für den Gag. Fratzengeballer ist natürlich häufig am Start hier, hat immer mal einen Gag parat. Legendengrüße an dich raus hier auf jeden Fall. Oh, sorry, wir sind geschrien. Ja. Einfach rein oder was? 3, 2, 1, wenn wir sterben, ist halt alles River, ist egal, oder? Ja, ich muss ganz kurz regenerieren hier. Ausdauer. Und dann würde ich sagen 3, 2, 1 und rein da, oder? Wahrscheinlich okay, fallen rein da erstmal raus. Ach, guck mal, let's go. Scheiß drauf. Ich sehe Blut in der Halle. Okay. Wie beim letzten Mal. Komm, lass einfach so tun, als wären die Zombies wären so. Jo, mit komplett das weiß merkt, oder das was? Merkt niemand, Alter. Okay, wo ist denn der Kollege? Der ist oben. Shit. Gut, wie machen wir das am besten? Weiß ich nicht. Du kannst hinaimen, oder? Nee, gerade nicht. Die Zombies kommen zu uns. Shit. Wollen wir hinten reingehen? Irgendwie? Schmalen Gänge? Oh, scheiße. Kommst du raus? Digga, schieß! Ja. Gutes Game! Oh mein Gott, ist das mies, ey. Ist das willkommen mies. Zurück in der Daisy Standalone. Ich bin natürlich tot, Bro. Ja. Legenden-Move hier, oh mein Gott. Scheiße. Ja, Bro, ich würde sagen, ich geselle mich einfach zu dir, indem ich hier jetzt reinpushe. Die Kollegen sind hier irgendwo, die haben uns natürlich auch schon gehört. Da sehe ich ihn schon von einer Tür in die andere laufen, Bro. Einfach nur geil, das Game. Ich habe jetzt einen kleinen Vorteil mit der Bison, weil die nicht so lang ist wie die ein oder andere Waffe natürlich. Gutes Game, halt ohne Scheiß. Das kann nicht sein, ey. Wie viele Bison-Schüsse hat er gefressen? Ich habe noch 6 Schüsse oder so. Keine Chance mit der Bison. Das ist ein kleiner Vorteil mit der Bison. So, Leute, kleines End-Update hier noch. Yo, sorry, we got nothing to drink, we just spawned here. And we need something to drink as well, so. Ja, wir sind hier, But you're lucky, boy. Military.
If you don't have anything to drink, you're of, well, you got no value to us, so we won't kill you. I'm about to die anyways. I'm getting really low on health. You guys want my stuff? Yes. Yes. Der ist hart am Sterben, oder was? Ja. Oh, fuck, Alter. I could give you this apple at least. Vorhin 80 Zombies in der Backe gehabt. Das sieht wirklich aus, als wäre mega am Arsch. Ist er auch, ne? Ja. Er ist echt so. Alright, I'm gonna try to draw them away. Thank you, man. And you are a good boy, man. Enjoy your last meal. Das ist das letzte Essen. Goodbye. Bevor er stirbt. You guys should, Go, man, go! Ja, das ist natürlich hier ab 18 Content, was da draußen passt. Ist er schon tot, oder? Da fällt er schon durch die Tür, ja. Der Apfel nicht mal fertig gegessen. Oh Gott, gegessen. Ist das brutal. Der Apfel nicht mal fertig gegessen, Alter. Oh mein Gott, ich will da nicht raus, Bro. Ich auch nicht. Ja gut, aber ich würde sagen, Bison ist übrigens eine Waffe, Bro, die kann man nicht empfehlen an der Stelle. Ich kann dir auch nicht empfehlen, mit 20 Zombies an der Backe am Airfield rumzurennen, denn... Nee, 5 reichen stecken. Auch schon. Also, irgendwann backen sie dich fest und kommst nicht mehr weg. Ja, ja, nice. Dann würde ich sagen, besorgen wir uns hier mal was zu essen. Einen Apfel habe ich noch. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, oder? Auf jeden Fall, Bro. Dienstag. Dienstag 19 Uhr, liebe Leute. Haut rein. Perfekt hier.